Das Bundesverfassungsgericht sieht Eingriffe in die Grundrechte von Menschen als gerechtfertigt an, wenn diese Personen ohne Impfschutz sind. Man ist nicht dazu verpflichtet, sich eine Schutzimpfung abzuholen. Es besteht die Pflicht, eine Covid-19-Schutzimpfung nachzuweisen. Der Gesetzgeber, sagt das Bundesverfassungsgericht, bezweckt, krankheitsanfällige ist gleich geschwächte Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu schützen. Gerade bei älteren Personen besteht auch ein erhöhtes Risiko für eine Infektion, da sie auf eine Impfung weniger gut ansprechen. Krankheitsanfällig ist diejenige Gruppe von Älteren, deren Immunsystem auf eine Infektion, Ansteckung, auf eine Vergiftung nicht so schnell antwortet, weil die Dosis entsprechend hoch sein muss, damit das Immunsystem schaltet. Die Gefahr ist, dass eine Antwort erst kommt, wenn ein Befall schon fortgeschritten ist. Die könnten von einer vierten Impfung profitieren, sagt Andreas Radbuch im Laborjournal, weil die vierte Impfung erst eine Immunantwort auslöst. Wir wissen, sagt Radbuch, dass die systemische Immunität Schutz vor schwerer Erkrankung nach Impfung, aber auch nach Infektion lange halten kann. Ältere Menschen sind ziemlich gut durch die Impfstoffe geschützt. Das hat mich positiv überrascht. Diese Fehleinschätzung, dass es nicht so wäre, kommt daher, dass man in der Immunologie immer nur auf das Blut guckt und dabei vergisst, dass die meisten Gedächtniszellen, die Antikörper bilden, ja im Knochenmark sitzen. Im Blut haben ältere Menschen tatsächlich weniger solche Zellen, aber im Gewebe gibt's noch viele. Die sektorale Nachweispflicht verlangt den Aufweis über ausreichenden Impfschutz, ist gleich über Nicht-Ansteckungsfähigkeit, ist gleich sterile Immunität. Die Pflicht zum Nachweis einer Covid-19-Impfung kann zum Schutz des Lebens und der Gesundheit vulnerabler ist gleich verwundbarer Menschen beitragen, behauptet das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht behauptet, der Nachweis einer Impfung schütze vor Infektion. Die Nachweispflicht bezweckt den Schutz krankheitsanfälliger Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Die Infektion ist identisch mit Erkrankung. Die Nachweispflicht verhindert Erkrankung durch Schutz vor Infektion als Bedingung der Möglichkeit einer Erkrankung. Die Bedingung der Möglichkeit einer Erkrankung gilt hier als Erkrankung selbst. Die Infektion-Erkrankung ist eine Inzidenz, ein Vorkommnis. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist eine Maßnahme im Rahmen einer Niedrig-Inzidenz-Strategie, ist gleich Zero-Covid, ist gleich Verringerung der Vorkommnisse der Inzidenz auf Null, ist gleich Vernichtung des Virus. Die Impfung der Pflegekräfte soll die Wirkung haben, Unterbrechung der Infektionskette, Ausrottung des Virus durch den Nachweis der Nicht-Ansteckungsfähigkeit. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist überdeterminiert. Die Nachweispflicht kann das Gesetz, den Zweck des Gesetzes, nicht erfüllen. Radbruch. Die Impfpflicht wird mit zwei Argumenten gefordert. Erstens will man gefährdete Personen schützen, indem man alle in der Hoffnung impft, dass sie eine sterile Immunität entwickeln, also nicht mehr ansteckend sind. Um das zu erreichen, bräuchte man neutralisierende Antikörper am Ort der Erstinfektion, bei SARS-CoV-2 also in den Schleimhäuten von Nase, Rachen und Lunge. Dieser Sachverhalt ist ein gewichtiges Argument gegen eine allgemeine Impfpflicht, denn die erfüllt ihren Hauptzweck nicht, die Infektion zu verhindern. Den Unterschied zwischen systemischer Immunität und dem Schutz vor Infektion, also Immunität der Schleimhäute, hätte sich das Bundesverfassungsgericht klarmachen sollen, bevor es die einrichtungsbezogene Impfpflicht als verfassungsgemäß beurteilte. Niemand kann durch den Nachweis einer Impfung Nicht-Ansteckungsfähigkeit beweisen. Das Bundesverfassungsgericht diskriminiert Personen ohne Impfschutz als ansteckungsverdächtig
im Unterschied zu Menschen, die eine Impfung nachweisen. Die Impfung, nicht der Nachweis der Nicht-Ansteckungsfähigkeit, ist Kriterium der Einschätzung von Menschen als Gesundheitsgefahr, weil niemand durch Nachweis einer Impfung den Nachweis über Nicht-Ansteckungsfähigkeit erbringen kann. Das Bundesverfassungsgericht setzt den Nachweis einer Impfung mit dem Nachweis der Nicht-Ansteckungsfähigkeit in eins, gleich, als identisch. Der Nachweis einer Impfung allein verhindert Krankheit, weil nicht zu ansteckungsfähig durch Impfung. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts verletzt die Würde des Menschen und beleidigt die Intelligenz. Gesetze, die die Zukunft herstellen sollen, sind verbrecherisch.